Ja, Salam alaikum und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Heute titelt die Bild-Zeitung riesengroß als Schlagzeile ein Zitat von Bundespräsident Wulff: Der Islam gehört zu Deutschland, Ausrufezeichen. Und die Bild-Zeitung scheint dieses wohl wie einen Skandal darstellen zu wollen. Zwischen den Zeilen Provokation pur. Wo ist man in Deutschland angekommen, wenn ein demokratischer Politiker, ein Präsident, ein Repräsentant der Verfassung, die Präambel in sich trägt, die Würde des Menschen ist unantastbar und Religionsfreiheit, wo also der Vertreter dieser Verfassung als Bundespräsident dieses deutlich proklamiert, zu sagen, es gibt keine Religionshetze in Deutschland, der Islam gehört zu Deutschland, gehört zum Alltag, gehört zum Leben. Wo ist man angelangt, wenn die Medien dieses als Anstoß nehmen, um weiter und noch kräftiger zu hetzen? Sich also nicht einmal schämen, sich nicht einmal schämen, jetzt als Schundblatt mit Nazi-Blättern wie zum Beispiel der Stürmer und wie sie alle hießen, in eine Ecke gestellt zu werden, die unabhängig davon, wenn eben Politiker, gemäßigte Politiker zur Zeit von Adolf Hitler immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, dass es keine Rassenfeindlichkeit in Deutschland geben darf, dass diese mundtot gemacht wurden. Und genau so verhält man sich jetzt auch. Man versucht, Politiker einzuschüchtern, man versucht, die komplette Mediengewalt einzusetzen, den Menschen einzutrichtern, wie falsch doch diese Aussage angeblich war, die nichts anderes ist als ein Spiegelbild der hiesigen Verfassung. Kein Grund, jetzt langsam für den Verfassungsschutz die Bild-Zeitung zu observieren. So also sieht die Hoffnung Europas aus, das ist Geert Wilders. Nachdem seine Minderheitsregierung in der Niederlande gescheitert ist, kam er vor kurzem nach Deutschland, um zu buhlen für seine Hetzerpolitik, indem er öffentlich und genehmigt gegen den Islam hetzte. Wenn man diese Rede gelesen hat, dann weiß man auch ganz genau, in welche Richtung sie geht. Geert Wilders ist nichts anderes als der Adolf Hitler der Neuzeit. Er hat nichts mit einem Demokrat zu tun. Er stigmatisiert den Islam auf Schwarz und Weiß. Nichts anderes würde der Islam kennen, aber selber kennt er auch nichts anderes als Schwarz und Weiß. Die Guten, das ist die europäische Kultur und alles, was davon abweicht, ist schlecht. Aber den anderen vorhalten, sie würden nach Schwarz- und Weiß-Kriterien urteilen. So also sieht die Hoffnung Europas aus. Ein Demagog, ein Hetzer, ein Nachahmer von Adolf Hitler. In all seinen Reden kann er es einfach nicht unterlassen, immer wieder gegen den Islam zu zetern. Er macht Karriere, indem er Volkshetze betreibt. In Deutschland ist Volkshetze strafbar. Im Moment in Deutschland scheint es ein Trittbrett zu sein, um Karriere zu machen. Volkshetze strafbar ausgesetzt? Fragezeichen. Jedenfalls durfte Geert Wilders so richtig vom Leder fetzen. Und ist es einem Muslim da zu verdenken, wenn man Geert Wilders vor die Fäuste bekommen würde, dass man ihn nicht streicheln würde? Ist es einem zu verdenken, der sich dahinstellt, die Religion beleidigt, gegen die Muslime hetzt, den Mob versucht auf den Plan zu bringen, der sagt, der Koran gehöre verboten, ohne ihn jemals gelesen oder verstanden zu haben oder beides? Ist es da jemand zu verdenken, dass die Muslime eben auch provoziert werden und so einem Menschen natürlich nicht Beifall klatschen? Und ist es dann zu verdenken, dass man, um die innere Sicherheit zu gewährleisten, den Sicherheitsbehörden anraten sollte, wenn dieser Mann in Deutschland redet, dass man ihn gut beschützen muss? Das ist ganz einfach keine Drohung, sondern es ist ein Tat- und Faktbestand, dass jemand, der so hetzt, selbstverständlich nicht nur Ressentiments auslöst. Muss also Deutschland so einem Menschen eine Plattform geben, um die innere Ruhe des Landes zu destabilisieren? Ist das nicht eigentlich Erregung öffentlichen Ärgernisses? Sind solche Reden wirklich noch freie Meinung? Ist Volkshetze mittlerweile freie Meinung oder ist Volkshetze in Deutschland immer noch strafbar? Wenn Volkshetze in Deutschland immer noch strafbar ist, dann hätte Wilders nicht reden dürfen. Das ist ganz klar und es ist auch völlig egal, ob die Niederlande welchen Ruck auch immer macht. So gelten in Deutschland immer noch die Gesetze und zwar für jedermann. Und diese Rede war ganz klar eine gewaltige Volkshetze und ein Anstacheln
zur Stiftung von innerer Unruhe. Ich habe damit jetzt ganz klar charakterisiert, wie die Reaktion der Muslime ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt Geert Wilders suchen, um unsere Fäuste in seinem Gesicht unterzubringen. Das ist nicht unsere Absicht und das ist auch nicht unsere Intention. Aber mit dieser sprachlichen, klaren Aussage soll damit klargemacht werden, welche Wut in den Muslimen brodelt, dass jemand ungeschoren gegen das Volk hetzen darf, gegen die Religion hetzen darf und dass natürlich die provokante Figur, die er zudem noch darstellt in seiner kompletten Physiognomie und Ausstrahlung, dass das natürlich alles nicht dazu beiträgt zu einem Miteinander. Geert Wilders kann also keine Hoffnung für Europa sein. Geert Wilders kann nur eins sein, ein Albtraum für Europa. Denn auch in Europa gibt es nicht nur Deutsche, sondern es gibt verschiedene Nationalitäten, verschiedene Kulturen. Und diese lassen sich nicht wegdiskutieren. Und es sind eben nicht alle Käsköppe. Und es sind nicht alle hellblond. Und es sind eben nicht alle hellhäutig. Diese Zeiten haben wir hinter uns. Und das Proklamieren von den Bessermenschen auch. Geert Wilders aber tut genau dies. Europäische Kultur ist besser, Islam ist schlecht. Kann ihm jemand vielleicht mal erklären, dass in zwei Weltkriegen der Islam überhaupt nicht involviert war? Oder diesen auch nicht einmal annähernd verursacht hat? Kann ihm jemand erklären, dass die Atombombenabwürfe, dass der Islam damit überhaupt nichts zu tun hat? Kann ihn jemand mal erklären, dass es nicht islamische Wissenschaftler gibt, die den 11.9. für einen Inside-Job halten, mit dem die Muslime oder an dem die Muslime überhaupt nicht beteiligt waren? Das sagen nicht muslimische Wissenschaftler, damit gebe ich die nur wieder. Kann ihm das jemand mal sagen? Nun, man könnte ihm das sagen, so viel man will, dann würde er ganz einfach seinen Karrieremotor verlieren, nämlich seine Volkshetze. Hitler hat nichts anderes gemacht. Mit Volkshetze und Demagogie ist er an die Macht gekommen. Geert Wilders beweist, dass das im 21. Jahrhundert in einem aufgeklärten Europa offensichtlich auch noch möglich ist, zumindest im Käseländle. Da scheint es möglich zu sein, obwohl man ja nun dort hört, dass die Minderheitsregierung gescheitert ist. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Stehaufmännchen und dieses HB-Männchen dann wieder on Tour und versucht, seine Volkshetze hoffähig zu machen. Auch tolle Anzüge oder sonst irgendwie modisch gekleidet täuschen nicht darüber hinweg, dass seine Parolen in nichts, aber auch wirklich gar nichts sich unterscheiden zu den Nazi-Parolen. Und wenn Deutschland eben auch internationale Politiker hier wieder hetzen lässt, dann zeigt Deutschland, dass sie dafür die Türen öffnet. Und das zeigt, dass das aber auch eindeutig verfassungsfeindlich ist. Die Rede von Geert Wilders war eindeutig verfassungsfeindlich. Wo ist der Verfassungsschutz? Es gibt viele Dinge und viele Fragen, die sich auftun. Und es geht auch garantiert nicht darum, dass man hier versucht, auf eine Art und Weise einen Gegenpopulismus zu betreiben. Ich versuche hier nicht anzustacheln, dass Islamkritik grundsätzlich zu verwerfen ist. Nein, gegen Kritik kann man überhaupt nichts haben. Kritik, wenn sie konstruktiv ist, wenn sie so geäußert wird, dass sie an den Fakten sich orientiert. Ich selber übe Kritik an Muslimen, die zum Beispiel die Steinigung befürworten, und sage und halte ihnen vor, wie auch viele andere Muslime, dass dieses im Koran nicht drinsteht. Ganz einfach, simpel, auf den Punkt gebracht. Und der Koran ist im Islam Gottes Wort und nichts anderes. Nur der Koran ist Gottes Wort. Die Hadith sind Überlieferungen. Wer sagt, dass die Hadith Gottes Wort sind, der hat sich im Jenseits dafür zu verantworten. Dem können wir nur raten, davon abzulassen, so etwas zu behaupten. Und im Koran steht nichts von der Steinigung. Und deswegen, der Islam definiert sich nicht an Auslegungen von irgendwelchen Individualisten, sondern der Islam definiert sich an der Primärquelle, die wir nun einmal haben, und das ist der heilige Koran. Und wenn Geert Wilders sagt, die Steinigung ist inhuman, der Koran gehöre verboten, dann muss man ihm sagen, entschuldigen Sie bitte, die Steinigung steht in der Bibel, aber nicht im Koran. Wenn Sie also nach der Steinigung gehen, um ein Buch zu verbieten, dann müssten Sie es mit der Bibel tun, aber nicht mit dem Koran. Mit anderen Worten, hier wird einfach nur eine Hetze betrieben, ohne sich an die Fakten zu orientieren. Gegen Kritik haben wir nichts. Im Gegenteil, wir stellen uns konstruktiven Debatten. Muslime stellen sich konstruktiven Debatten, auch hier auf YouTube, wenn sie vernünftig geführt sind und nicht mit irgendwelchen Beleidigungen gespickt, sondern wenn man ganz klar Fragen stellt und sagt, wie ist es eigentlich? Ich habe, wie auch meine Brüder im Islam und Schwestern im Islam, hier auf YouTube viele Videos gemacht, um aufzuklären, wie ist der Islam wirklich? Wir haben dadurch viele Menschen gewinnen können. Natürlich ist das nicht viel im Vergleich zum Beispiel, was PI News an Menschen erreicht, wenn man die Klickraten sich ansieht. Aber uns geht es nicht um die Masse. Uns geht es um die Klasse. Uns geht es darum, dass die Wahrheit verteidigt wird und dass die Menschen nicht wieder einmal
wie schon einmal in der Geschichte, einer gewaltigen Lüge aufsitzen, um den Hetzern Recht zu geben und sich später zu wundern, wohin dieser Weg führt, nämlich in die absolute Katastrophe. Man darf diesen Menschen einfach nicht das Mikrofon in die Hand drücken. Meinungsfreiheit ja, aber nicht für Volkshetze. Und Volkshetze bleibt in Deutschland strafbar, denn das ist mitunter auch in der Verfassung verankert. Und man kann nicht sagen, Volkshetze besteht nur darin, wenn man zum Mord aufruft. Nein. Oder Tötung von einer Volksgruppe aufruft. Nein, diese besteht schon in einer gezielten Diffamierung und in einer Stigmatisierung, wie es Geert Wilders tut, indem er ganz einfach pauschal sagt, Muslime gleich Gefahr. Dies ist Volkshetze. Denn was macht man mit einer Gefahr? Man versucht sie zu verhindern oder abzuwehren. Wenn aber betende Menschen, Muslime, die ihre Religion praktizieren, als Gefahr stigmatisiert werden, dann soll in den Köpfen der Menschen einfach nur noch eins existieren. Sobald sie eine Moschee sehen, sehen sie keine Moschee, sehen sie nicht ein friedliches Gebetshaus, sondern ihnen wird in die Köpfe eingetrichtert, dies ist nichts anderes als eine Bastion von Terroristen. Wenn wir so weit gehen, dann haben wir natürlich auch die Religionsfreiheit abgeschafft und der Lüge Raum geboten, damit sie mit ihrer Hetze weitermachen kann und diese Hetze als Aufklärung verkaufen kann, die natürlich keine ist, denn Lüge klärt nicht auf, Lüge täuscht und genau das tut Geert Wilders. Geert Wilders ist ein großer Hetzer und Täuscher und er hat keine Ahnung über den Islam, das interessiert ihn auch gar nicht. Es wäre ihm auch ganz egal, Hauptsache er kann Karriere machen. Er ist einfach nur darauf aus, auf dieser Basis Karriere zu machen. Natürlich wie viele Politiker, aber man muss den hiesigen Politikern noch zugutehalten und das beweist auch der Bundespräsident, dass man sich vor diesen Karren nicht spannen lässt. Wichtig ist aber, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird, dass es nicht Gutmenschen sind, die da reden, sondern dass es rationale Menschen sind, dass es Menschen sind mit Verstand und dass man sich von PI News und Co. nicht vormachen lassen darf, dass gut schlecht ist und schlecht gut. Denn nichts anderes tun sie. Gutmenschen seien schlecht. Ich habe hier ein deutliches Video auf YouTube, in dem ich auch deutlich gemacht habe, was wollen eigentlich PI News und Co. PI News unterstützt Geert Wilders. Dieses Video kann man sich ansehen. Und man muss auch deutlich sagen, dass Geert Wilders sehr enge Kontakte zu Israel hegte, bevor er seinen Karrierelauf startete. Das ist garantiert kein Zufall und ganz klar wieder einmal ein Zeichen dafür, dass die Zionisten ihre Hände im Spiel haben. Was aber die Zionisten in Palästina tun, das kann jeder sich ansehen. Und wenn dieser Weg für die Menschen der richtige Weg ist, gut, dann ist das Töten oder Massenabtöten von Kindern für diese Menschen offensichtlich richtig. Dann hat sich der Wertemaßstab in Europa offensichtlich völlig verändert. Oder die Menschen wird eingetrichtert, dass dieses erforderlich ist, um zu überleben. Dann müssen wir ganz einfach sagen, wenn dann das bessere Europa ist, dann hätte man sich natürlich für ein Europa entschieden, das man schon von 1933 etc. pp. Kennt. Nein, wir müssen deutliche Worte finden gegen diese Hetzer. Wir müssen sagen Nein zu diesen Hetzern. Und das geht nicht um Opportunismus, weil ich ein Muslim bin, sondern es geht darum, dass auch ich ein Bürger dieser Gesellschaft und dieses Staates bin und dass auch ich mich mit diesem Land identifiziere. Natürlich, ohne meine religiöse Identität aufzugeben. Das kann keiner von mir verlangen und das ist auch durch die Verfassung gesichert. Aber es ist wichtig, dass wir alle Menschen, die wir diese Gesellschaft geprägt haben, uns nicht durch solche Loser vorbeten lassen, welchen Weg wir zu gehen haben, dass die Hetze der richtige Weg ist. Jetzt, spätestens jetzt, muss man deutlich sagen, wehret den Anfängen und den Medien muss man auch deutlich die rote Karte zeigen. Es schickt sich nicht, dass eine vernünftige, demokratische, verfassungskonforme Rede von der Bild-Zeitung dargestellt wird wie ein Skandal. Was hätte denn der Präsident Wulff sonst sagen sollen? Seit 5.45 Uhr ist der Islam verboten? Wir müssen zur Raison zurückkehren. Wir müssen zur Vernunft zurückkehren. Dazu gehört natürlich ein Dialog. Aber ein Dialog, der nicht bedeutet, dass man uns die Religion und die Religionsfreiheit absprechen will, sondern dass man sich über unsere Religion wirklich und wahrhaftig informiert und sich aufklären lässt, um zu begreifen, was der wahre Islam ist. Denn wenn ich nicht weiß, was ich kritisiere, kann ich mich nicht als Experte in der Kritik hinstellen. Geert Wilders und Co., das sind Menschen, die zündeln und das Feuer, das sie entfachen können, ist gewaltig. Ich habe es kurz vorhin in den Auswirkungen an Individuen gezeigt. An mir selbst. Ja, ganz ehrlich, als ich die Rede gelesen habe, habe ich gesagt, der dürfte nicht neben mir stehen. Und das ist keine Drohung, sondern das ist ganz einfach rational. Denn es ist meine Religion, die er dort mit Füßen tritt. Er will meine Religion verbieten, die meine Lebensüberzeugung ist. Was sollte ich mit so einem Menschen machen, der derart verbal mit den Fäusten schlägt, ihn etwa in den Arm nehmen? Also, seht zu, dass ihr wieder umkehrt
zu einer Vernunft und einer Rationalität, die diese Gesellschaft dringend benötigt.